Mannschaft von der Ringerriege Schattdorf. Ringerriege Schattdorf mit dem Inhalt Stefan, Gehrig Simon, Gamma Sven, Kempf Renato, Todosch Matteo, F. Fabian, Christian Nicola, Epp Lukas, Jauch Michael und Kempf Elias. Jauch Michael gleichzeitig auch der Coach von der Ringerriege Schattdorf. Wir kommen nun zu der Ringerriege Hergiswil. Für Hergiswil steht heute oben auf der Matte im Gewicht 57 Kilogramm Greco. Der Wiesler Thomas. Kilogramm Freistil. Der Unternährer Julian. Oh. 65 Kilogramm Greco. Der Kurmann Marcel. Oh. 70 Kilogramm freier Stil. Hodel Marco. 74 Kilogramm Greco Stadelmann Patrick. Und 74 Kilogramm freier Stil der Grüter Martin. 80 Kilogramm Greco der Kurmann Julius. Und 86 Kilogramm freier Stil der Suppiger Thomas. Und 97 Kilogramm Greco der Korinka Akosch. 130 Kilogramm Freistil der Suppiger Martin. Geschätzte Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Intro von unserem Hauptsponsor von der Nationalliga, von der Swiss Hutter League, von der Firma Hutter Baumaschinen AG. Baumaschinen AG ist der Hauptsponsor der schweizerischen Ringerliga, und zwar von Swiss Hutter League. Viele Gemeinsamkeiten haben die Baumaschinen mit dem Ringsport, sind das einerseits Kraft, Technik und Ausdauer. Dann habe ich noch etwas Kleines nachzuholen. Der Coach von der Ringerliga Hergiswil, der Johnny Maros Völgi, habe ich nicht begrüßt. Herzlich willkommen, Johnny. Geschätzte Damen und Herren, darf Sie um Aufmerksamkeit bitten und um eine kurze Gedenkzeit. Heute ist der Trauergottesdienst, oder hat der Trauergottesdienst stattgefunden, von Herbert Kunz. Der Herbert Kunz war Jungringer, Aktivringer und Schülertrainer bei der Ringerriege Hergiswil. Er ist am letzten Freitag, am 21. Oktober, im Alter von 56 Jahren verstorben. Ich bitte Sie, ganz einen kurzen Moment an Herbert zu denken und innezuhalten. Danke vielmals. Wir machen jetzt gerade weiter. Wir kommen zu der Mannschaftsaufstellung vom heutigen Abend. Wir haben auf 57 Kilo Greco Wiesler Thomas gegen Imhalt Stefan.
130 kg Freistil. Suppiger Martin gegen Kempf Elias. 61 kg Entschuldigung, Freistil. Unternäher Julian gegen Gerig Simon. 97 kg Greco. Der Korika Akos gegen Jauch Michael. Und der letzte Kampf vor der Pause, 65 kg Greco, der Kurmann Marcel gegen Gamma Sven. Nach der Pause geht es weiter, 86 kg Freistil, der suppige Thomas gegen Epp Lukas. Dann 70 kg Freistil, Hodu Marco gegen Kempf Renato. 80 kg Greco, der Kurmann Julius gegen Christian Nicola. 74 kg Greco, Stadelmann Patrick gegen Todos Matteo. Und 74 kg Freistil, Grüter Martin gegen Epp Fabian. Coach von den beiden Mannschaften auf Seite von Schattdorf, der Jauch Michi, auf Seite von Hergiswil, der Johnny Maroschvölgi. Geleitet wird der Kampf heute oben von Gregor Meyer von Willisau. Herzlich willkommen. Ich bitte die beiden Mannschaften, sich jetzt zu begrüßen. Geschätzte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen, unterstützt von der Raiffeisenbank Hergiswil, Stutz AG Willisau und BetCB AG Alberswil, einen schönen und spannenden Ringkampf der 8. Runde. Was auf Seite von Hergiswil und meinem Halt Stefan auf Seite von Schattdorf kann abpfiffen werden. Ermahnung, der Ringer Blau, dass er aktiver sein muss.
Mal in Viererwert und bringe den Thomas vier weitere Punkte. So steht es 13:0. Er hat noch jetzt 44 Sekunden bis zur Pause. Der Kampf 57 Kilogramm Wegbo, der Thomas Wiesner durch Schultersieg. Und das gibt der Mannschaft eine Wertung von 4 Punkten. Wir kommen jetzt zum zweiten Kampf vom heutigen Abend. Auch das dürfte ein interessanter Kampf geben zwischen Martin Suppiger auf Seite von Hergiswil und Elias Kempf auf Seite von Schattor. Und hier doch jetzt zwei Schwinger auf der Matte. Kämpfe Elias, der Ringer in Blau, ist das heute oben der 6. Kampf in dieser Meisterschaft. Für Martin Suppiger der 3. Kampf. Ermahnt zur Aktivität. In einer zweiten Ermahnung würde es dann zu einer Aktivzeit führen. Der Kampf geht in die Pause. Pausenführung für Martin Suppiger mit 13:0. Ein Super. Ja.
Weitere Sponsoren von der Ringreigen: Hergiswil, Armin Stöckli AG, Wallengeschäft in Willisau, Auto Wettmer AG in Rauswil, Divisa SA in Willisau, Kampf geht weiter. Blaue Ringer wird erneut ermahnt. Das heisst, es gibt jetzt eine Aktivitätszeit von 30 Sekunden. Wenn der blaue Ringer in dieser Zeit keine Wertung machen kann, dann wird dem Martin ein Punkt gutgeschrieben. Martin Suppiger mit 8 zu 0 Wertungspunkten und das geht der Mannschaft des 3 zu 0 für Hergiswil. Zwischenstand Hergiswil 7, Schattdorf 0. Für den nächsten Kampf gehen auf die Matte. Auf der Seite für Hergiswil der Unternährer Julian. Auf der Seite von Schattdorf der Gerig Simon. Und das in der Gewichtsklasse 61 Kilo im freien Stil. Der Gerig Simon ist der amtierende Schweizer Meister. Für Julian Unternährer ist das der dritte Einsatz, den er in dieser Saison für die Ringerigen Hergiswil hat. Sie-
Nachwuchsringer von der Ringerriege Hergiswil, der heute wieder einmal Gelegenheit hat, sich vor heimischem Publikum zu zeigen und Kampferfahrungen gegen einen absoluten Top-Ringer, gegen einen Routinier zu sammeln. Mit dieser Zweierwertung geht Simon Gehrig mit 0-2 in Führung. Somit ist es ein klarer Sieg für Simon Gehrig. Er gewinnt den Kampf mit 0-16 Einzelpunkte. Das gibt 4 Mannschaftspunkte für Schattdorf. Somit verkürzt Schattdorf auf 4-7. Für den nächsten Kampf machen sich bereit auf 97 kg Greco auf Seite von Hergiswil der Korika Akos. Auf Seite von Schattdorf, Jauch Michael. Das Duell hat es bereits in der Vorrunde. Dort hat der Jauch Michael den Schultersieg 14-0 gewinnen. Da hat der Akko sicher eine Rechnung offen. Akos Karica, dass er aktiver sein muss. Akos!
Und jetzt auch eine Ermahnung an blaue Ringer. Vier Einzelpunkte zugunsten von Jauch Michael in Pause. Darf ich Ihnen ein paar weitere Sponsoren bekannt geben von Hergiswil? Das sind einerseits Glanzmann Tiefbau GmbH Hergiswil, dann haben wir weiter mehr Landtechnik AG Hergiswil und Wieprächtiger AG Metzgerei Hergiswil. Niederlage von Corinza Akos gewinnt Michi auf und beschert so in der Ringerigen Schattdorf 4 Mannschaftspunkte. Somit geht Schattdorf mit 7:8 Wertungspunkte in Führung. Wir kommen zum nächsten Kampf, 65 kg Greco für Hergiswil, geht auf die Matte, ganz ein junger Ringer, der Kurmann Marcel. Für Schattdorf ein Routinier, ganz ein erfahrener Mann, der Gamma Sven. Für Marcel Kurmann ist das der 5. Einsatz, den er hat. In der höchsten Liga. Auch er ganz ein junger Ringer, für das erste Mal eingesetzt in der ersten Mannschaft. Er wird hier die Luft schnuppern und die ersten Erfahrungen auf diesem Niveau holen. Die Ermahnung an Marcel Kurmann.
Der Sven Gamma kann mit Lauzer 4 werden. Es könnte die Führung kommen. Passivität für den Turner Marcel aus der Banklage. Geht er mit 0:16 in Führung und kann den Kampf heimfahren. Der Kampf gewinnt also der Gamma Sven mit technischer Überlegenheit mit 0:16 Punkten. Das gibt 4 Mannschaftspunkte für die Ringerriege Schattdorf. Und so steht es jetzt zur Pause 7:12 für Schattdorf. Wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause, machen pünktlich um 5 ab. Weiter. Es geht weiter. Mit 86 Kilo im Freierspiel. Auf Seite von Herzlin, der Sumpfiger Thomas. Auf Seite von Schattdorfer, Herr Lukas. Thank you.
erinnern, was sämtliche Bekämpfe in dieser Meisterschaft sind. Gestritten hat. Sicher wert ist für Herrn Kiss. Kann erzählen, aber in der Regel wird man mit ihm von der Gruppe. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Martin. Für die Kampfordnung von der F. Whoa!
Resultat ist offiziell. Hemmiswil gewinnt den Match heute oben mit 22 zu 17 Punkten. Topfighter aus der Reihe von Ringerin Hemmiswil. Am heutigen Abend, der Martin Grüter. Der Preis wird gespendet von der Krone 94 von Willisau. Herzlichen Dank an den Sponsor. Die Partie heute Abend ist souverän geleitet worden von Gregor Meyer von Willisau. Herzlichen Dank und herzliche Gratulation für die souveräne Kampfrichterleistung heute Abend. Wir haben das ganze fairen Rennsport gesehen heute Abend, unterstützt durch gute Baumaschinen AG und der Sponsor ist von der Premium Super League. Dann auch unterstützt von unseren Hauptsponsoren, bei diesem Abkenntnis wie Stutz Bau AG Willisau und Betzimmer Alberswil, die uns toll unterstützen und den sämtlichen Rennsport ermöglichen. Herzlichen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das erscheint heute oben. Der nächste Match am Samstag hier daheim von Triesere. Hier hat Hemmiswil so eine Rechnung offen. Ich denke, er wird den Vorrundenkampf vergessen machen, indem er am Samstag den aktuellen Liga versucht und will gehen. Ich bitte nun, die Mannschaften sich zu verabschieden. Morgen kommt noch auf Winterzeit, sie werden schon länger schlafen. Liegen Sie noch eine Stunde auf die Füße.